Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines hier auf ZwergCube. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. Ja, wir kämpfen immer noch ganz gewaltig um den Notverkauf. Ich will den Notverkauf nicht. Ich denke, die meisten von euch werden den auch nicht wollen. Wie viele Leute fahren? Das ist doch ein Bus, oder? The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. Oh. Jo, der ist da. The Tsunami is real, meine Lieben. Okay, dann pass auf. Evakuierungsmaßnahmen. Evakuierungsmaßnahmen müssen jetzt eingeleitet werden. Hier brauchen wir es nicht. Hier ist völlig okay. Hier können wir trotzdem mal eine leichte Evakuierung starten. Eine leichte, sage ich ganz bewusst. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch eine. Okay. Hier vorne lassen wir es mal. Okay, lassen wir es mal laufen. Es kommt schon wieder eine mördermäßige Welle auf uns zu. Oh oh oh. Da kommt das Ding rein. Ihr seht es wahrscheinlich nur ganz leicht. Hier sieht man eine Fünferwelle mal wieder auf uns zuschwappen. Okay, es wird eine heiße Nummer, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber eine Tsunami-Welle ist nun mal kein Vergnügen. Da haben wir bisher ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. So, gucken wir mal schnell. Eine 5er Welle, 5 Achter, sollte eine relativ große Nummer werden. Wie gesagt, unsere Atlantis-Halbinsel quasi, die kann schon relativ viel ab. Die kommt da an der Sache richtig gut vorbei. Und das hier hinten wird wieder alles überflutet werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir bisher auch nicht viel brechen können. Obwohl wir hier mehrere Wälle haben, da könnten wir noch viel, viel mehr bauen und es wird wahrscheinlich gar nichts bringen. Hier wird auch teilweise sogar ein bisschen geflutet werden. Haben wir hier oben eigentlich Evakuierungsmöglichkeiten? Ja. Und die wird auch tatsächlich genutzt werden. Hier haben wir zum Teil noch gar nicht aufgebaut, aber das ist auch nicht schlimm. Ich bin mal gespannt, wie das Ding hier funktioniert. Es bringen sich viele Bürger tatsächlich schon in Sicherheit. Wir warnen trotzdem immer noch weiter alle vor. Es kommt die nächste Welle, meine Lieben. 5-6er. Die Polizei fährt hier auch fleißig rum und evakuiert, was geht. Viel hat sich seit dem letzten Aufbau hier nicht getan, meine Freunde. Viel ist nicht passiert. Die Welle ist weiterhin am Anrollen. Wir gucken gerade, der erste Vordeich ist mittlerweile schon überflutet worden. Und jetzt kommt das Gerät hier. Das Gerät der nicht so ganz großen Leidenschaft. Unsere Mauer hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Die schaut schon ziemlich verbröselt aus. Aber die hat auch schon viel mitgemacht. Die hat schon unglaublich viel mitgemacht. Alter Schwede. Das Ding geht heiß rein und bricht jetzt sich an dem Deich, der sofort überflutet wird. Zum Glück haben wir eine Abfließzone hier hinten dran. Aber an der Seite ist mir viel wichtiger, dass diese... The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. Aber ihr müsst euch eins anschauen, und zwar das hier. Hier wird viel Verdrängung erzeugt, weil das Wasser nicht richtig drüber kommt. Und wird viel Wasser schon gleich zurückgeben, denn das fließt hier mittlerweile ganz fleißig schon wieder runter. Weil einfach der Druck nicht da ist. Und hier an der Seite fließt zwar Wasser drüber, das ist auch gar nicht schlimm. Kann hier auch passieren. Wie gesagt, tut uns hier an der Stelle tatsächlich kein Stück weh. Aber durch die Gegenströmung, die hier oben entsteht, wird natürlich hier auch teilweise wieder alles frei, ja. Das heißt, es ist nur ein sehr kurzes Vergnügen. Hier drückt zwar viel Wasser drauf, aber das meiste wird eben durch unseren Deich hier verdrängt. Und auch durch den Vordeich, auch da wird das Wasser schon mal erstmalig aufgehalten. Ihr werdet das an diesen Pfeillinien hier sehen.
Es kommt zwar unglaublich stark her, aber kann natürlich dann auch wieder nicht weiterfließen. Wir haben hier noch eine Nachströmung, aber die ist schon weg. Gucken wir mal schnell. Ja, ja, ja. Und hier, ihr seht schon, der Deich bricht zwar, oder bricht nicht, er bleibt standhaft. Das Wasser strömt einfach nur wie in einer Badewanne drüber. Das ist nicht schlimm, weil dadurch wird der Druck von hinten minimiert und das passiert dann so, ja. Hier haben wir eine massive Gegenströmung. Das heißt, auch wenn Wasser drüber fließt, das ist so minimal, das tut uns fast überhaupt nicht weh. Und das dürfte man hier auch tatsächlich fast gar nicht merken. Es wird natürlich ein bisschen, der Wasserpegel steigt natürlich an, es ist mehr Wasser hier drin, in dem inneren Zirkel. Aber wir haben hier leichte Flutungszonen und die Häuser stehen auch ein bisschen angehoben. Da passiert fast nichts. Also die kriegen von diesem ganzen Dilemma fast nichts mit, außer dass sie sehen, wie Wasser über diese Mauer drüber bricht. Und das ist auch nur ein zeitweise großes Vergnügen. Viel schlimmer trifft es die, die hier im Landesinneren sind. Die haben zwar die stärksten Schutzwelle hier in Reihe geschaltet, aber wenn du hier wohnst, selbst wenn du im höchsten Tower wohnst, ja, so, selbst wenn du hier oben auf deiner Sonnenliege liegst und dir denkst, oh, Tsunami-Tag, Mensch, heute ist ja wieder ein richtiger Tsunami-Tag, du siehst nur ein bisschen Wasser hier drüber strömen, das ist gar nicht mal so schlimm. Das hat man schon viel, viel schlimmer gesehen. Und hier ist eigentlich alles ziemlich ruhig. Gehst du jetzt allerdings, machst du einen kleinen Spaziergang, gehst hier rüber, dann denkst du, die Welt geht unter, denn hier bricht sich auf jeden Fall gerade ganz, ganz viel Wasser auf. Hier kommt eine noch stärkere Strömung rein. Während sich hier alles mittlerweile so gut wie beruhigt hat, da ist das Schlimmste schon vorbei, haben wir hier ganz, ganz großes Chaos noch. Und jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, hier, das hält alles ganz schön stand. Auch wenn das ein bisschen drüber fließt, das tut, wie gesagt, gar nicht mal so schlimm weh. Ja, es tut gar nicht mal so schlimm weh. Weil, aber trotzdem ist Wasser hier oben auf der Kante. Das heißt, diese Stadt wäre eigentlich komplett überflutet in der gleichen Zeit, hätten wir diesen Wall nicht. So, hier der erste Vordeich. Der macht natürlich nichts anderes als all die anderen Deiche davor auch. Der muss eigentlich nur die Fließgeschwindigkeit aufhalten. Das kann er auch, ein bisschen zumindest. Ja? Aber schaut euch mal die Welle an. Die Welle, die hier drüber geht. Die ist viel, viel höher als der Deich. Und damit kommt einfach noch viel zu viel Wasser drüber. Das bricht die Welle nicht. Das kann sie auch gar nicht brechen. Hier hinten, alles was ab hier kommt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Denn da, auch da, wie gesagt, da sind halt die Autobahnen und die Verkehrswege ein bisschen überschwemmt. Die hat's hier ziemlich, die schwimmen hier ziemlich mit. Aber das tut uns im ersten Moment zumindest nicht wesentlich weh. Was uns weh tut, ist quasi alles, was ab hier kommt. Denn das bricht uns leider ein bisschen rein. Hier drüben haben wir das gleiche System nochmal. Hier stehen unglaublich viele Pumpen. Ich weiß nicht, ob die Pumpen das schaffen. Die Pumpen schaffen es wahrscheinlich nicht, das ganze Wasser wegzupumpen. Das ist ein bisschen arg viel. Die arbeiten natürlich jetzt stufenweise hier, weil sie ein bisschen im Bogen stehen. Aber ich glaube, das ist einfach zu viel. Hier haben wir auch die ersten Überschwemmungserscheinungen an dem ersten Brechungskreuz. Da steht der Deich auch größtenteils schon im Meer drin. Ja, ich weiß, jetzt kommt er hier rein. Okay. So, die Pumpen stehen nicht unter Wasser. Jetzt schon. Die erste ist abgeschaltet. Nee, die läuft noch. Die arbeiten noch. Jetzt stehen allerdings die Stromleitungen unter Wasser. Und damit haben wir ein Problem. Die gehen nämlich alle offline und damit gehen die Pumpen nacheinander offline. Und die Dinger gehen halt kaputt. Okay. Bisschen Wasser schafft es dennoch hier drüber. Das ist aber, wie gesagt, ein Doppeldeich. Gleich hintereinander nochmal einer. Das hält nicht viel ab. Wir müssten hier nochmal verschiedene Deichsorten aufbauen in dem Bereich. Das ist okay. So. Diese Wasserteile, dass die unter Wasser sind, ist ärgerlich genug.
Aber da rücken jetzt bestimmt gleich Pumpfahrzeuge aus. Hier haben wir einen Blitzschlag. Das ist auch weniger hübsch. So, und jetzt kommt der wichtigere Teil. Hier hinten ist die erste Flutwelle schon reingeschlagen. Der letzte Deich quasi kann dem Ganzen gar nicht standhalten. Außer wir schütten hier den wirklich diese Wassergrenzung hier auf. Aber dann müsste die auf der Höhe hier oben laufen, damit wir hier nochmal einen Deich drüber bekommen. Und das schaut das echt nicht gar nicht schön aus. So. Aber auch hier trotzdem, das Wasser kommt hier einfach. Hier hinten hat es schon ein bisschen erwischt. Hier haben wir einen Inlandsdeich gebaut. Der steht auch ein bisschen höher und begrenzt hier hoffentlich das Wasser, das hier reinkommt. Zumindest in der Theorie sollte das helfen. Haben wir ein Pumpfahrzeug? Nee. Ich bin immer noch am Überlegen, wo unsere Pumpfahrzeuge immer wieder abbleiben. Die müssten ja eigentlich voll im Einsatz sein. Ja, und hier geht halt auch alles im Bach runter. Das schaffen wir leider nicht. Während hier, wie gesagt, alles schon wieder kein Problem ist. Da fließt das Wasser schon fast, fast wieder Richtung Abwasser. Aber die erste Welle, die kriegen wir halt nicht gebrochen. Außer wir setzen hier halt wirklich nochmal einen Großdeich vor, der hier quasi nochmal als nochmal die Welle sprengt. So, hier wie gesagt. A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Hier sind nur ganz wenige drin. Wie viele haben es eigentlich in den landesinneren Bunker reingeschafft? Wo ist denn der überhaupt da? Fast 400 Leute haben es hier reingepackt. Aber das bringt natürlich jetzt auch nichts mehr. Hier hat es eine erste Welle, hat es drüber geschafft. Und die schafft es auch in die Stadt rein. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und da müssen wir, wie gesagt, nur ansetzen. Hier müssen wir die Welle auf jeden Fall knicken. Die müssen wir brechen, bevor sie hier so weit kommt, weil das ist zu viel. Den Gondeln macht das natürlich nichts aus, ne? Aber hier ist es halt extrem. Unsere Busse schwimmen auch davon. Ach, es ist alles schwierig. Aber hier auch viel Wasser, was in die Stadt rein zurückfließt. Wie schaut es aus mit den Pumpdiensten? Sehe ich hier noch keinen einzigen. Das wird natürlich unsere ganzen U-Bahn-Stationen hier wieder lahmlegen, was wieder traurig ist für die U-Bahn. So, selbst unsere Feuerwehr ist komplett überflutet mittlerweile. Na komm, halt durch. Wenn mal in so einer Stadt Wasser drin ist, dann hast du halt echt, dann läuft das voll wie eine Badewanne, das Ding. Mittlerweile das Krankenhaus geht auch vom Netz, die haben den Betrieb eingestellt. Hier in unserem Parkviertel außen fließt schon wieder viel Wasser zurück Richtung Pumpendienste. Die starten mittlerweile Vollgas den Einsatz. Hier geht alles raus, was raus kann. 11 Fahrzeuge. Und die gehen alle an den Start hier. Okay. Pumpendienste. Die Tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water. Hier hat es auch eingeschlagen. Hier ist auch ganz viel Wasser drin. Das kommt gerade nämlich hier über diese Seite drüber geflossen. Da ist leider hier noch eben eine offene Lücke im Prinzip in unserem Wall. Den müssen wir hier ein bisschen schließen auch. Da hätten wir jetzt hier zum Beispiel nochmal eine Schutzmauer hinbauen können. Da kommt auch noch Wasser geströmt, aber das ist wie gesagt kein Problem. Normalerweise ist es schon so weit draußen. Jetzt haben wir halt hier eine gigantische Flutwelle, die im Prinzip den Kern getroffen hat. Selbst der botanische Garten steht hier leicht unter Wasser. Was heißt leicht, ne? Das ist schon ganz schön im Eimer, das Ding. Und ich sehe gerade, hier ist ein Pumpendienst am Start. Und da kommen seine Kumpels. Die sagen, so nicht, meine Lieben. So nicht, wir pumpen ja. Genau, die legen die Stadt nämlich großteils wieder trocken, weil hier ist die Welle, fließt nämlich hier ab. Die hat hier natürlich wieder mal eine von unseren Seilbahnen getroffen. Das heißt, die Haltestelle aktuell ist hier. Oh, selbst die fahren wieder. Die Züge sind unterwegs.
Können die? Die können nicht. Da ist noch vieles unter Wasser. Das heißt, der wird irgendwann feststecken. Und hier brauchen wir auf jeden Fall ein Loch, damit das Wasser hier wieder zum Meer zurück kann. Aber das können wir, glaube ich, nicht abreißen, oder? Doch, können wir. Das müssen wir hier aufmachen, weil sonst fließt das Wasser hier nicht ab. Weil so kann das nämlich wesentlich effizienter wieder zurückfließen und das muss nicht alles der Pumpendienst hier machen, sondern das fließt einfach von ganz alleine wieder aus unserem Netz hier raus. Wenn es einmal drüber gelaufen ist. Das ist quasi wie eine Art Abwasserstopfen. Und fließt hier quasi über den Strand zurück. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Okay, wir lassen jetzt mal kurz unsere Leute wieder raus aus den Schutzbunkern. Und das funktioniert scheinbar auch ganz gut. Hier werden stellenweise kommt das Wasser hier wirklich nach. Und das sollte hier die ganze Ecke relativ schnell entwässern, ohne dass unsere Pumpendienste echt so mega lang im Einsatz sind. Es dauert natürlich eine Zeit lang, bis hier eine Strömung auch stattfindet. Aber ihr seht schon, hier ein bisschen Wasser kommt immer nach. Und sollte hier dann auch zum Meer zurücklaufen. Dass die Jungs hier im Einsatz sind, das finde ich seltsam. So, hier ist noch eine Restflut, die hat es noch drüber geschafft. Die sollte uns allerdings hier wesentlich weniger tangieren. Ja, dass die U-Bahn-Stationen wieder im Eimer sind, ja, gut, das ist natürlich ärgerlich. Aber was mich freut, ist, dass der Bahnhof geschafft hat. Dass der Bahnhof da rausgekommen ist, ohne dass alles kaputt geht, hätte ich nicht gedacht. So, hier fangen auch erstmal die ersten Müllfahrzeuge wieder an zu arbeiten. Das heißt, das öffentliche Leben kehrt hier auch wieder zurück. Auch wenn natürlich die melden keine Kunden, ist ja klar. Es kann auch überall noch kein Mensch durchfahren. Die Polizei regelt hier noch ein bisschen die Ecken, damit hier keine Plünderungen stattfinden. Die ersten Saugfahrzeuge hier sind im Einsatz und arbeiten hoffentlich auch ziemlich eisern. Und dann kommt hier auch wieder der normale Verkehr wieder zum Laufen. Okay, alle Bürger hier sind auch tatsächlich evakuiert worden und sind auch wieder frei. Hier sind 41 noch zurückgeblieben. Die trauen dem Braten hier noch nicht. Aber das Wasser ist mittlerweile komplett zurückgeflossen. Hier haben wir noch stellenweise keine Verbindung zur Hauptstadt. Das ist nur eine Frage. Hier hat ein Saugfahrzeug Position bezogen und wird hier vermutlich auch lange Zeit erstmal saugen. Die Tunnel sind alle noch überflutet. Das ist halt ein Problem. So, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Wo geben wir hier am meisten aus? Für die Feuerwehr geben wir mit Abstand am meisten aus und für Müll. Das werde ich jetzt mal im Budget ein bisschen senken. Auf 100% nur noch. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. So, auf 100% werden wir die runtersenken. Medizinwesen kann auch auf 100% zurück. 100% ist ja immerhin Normalniveau, ja. Strom haben wir überflüssig. Wasser ist ein bisschen schwierig, weil die Pumpen nicht angeschlossen sind. Das lassen wir mal, das lassen wir auch. Straßenverkehrswesen. Jetzt pass auf, wir machen auf 10 jetzt die Steuern hoch. Aber mehr nicht, nur 10. Ganz leicht nur. Damit sich unser Minus endlich mal wieder ein bisschen rausmittelt. So, letzte Flussgeschichte hier. Saugfahrzeuge hier haben Stellung bezogen, kümmern sich um die Probleme hier. Auch hier sollten wir einmal eine Öffnung schaffen. Und zwar hier. Damit das Wasser hier weg kann. Damit das nicht die ganze Zeit hier reintreibt. Sondern damit das auch wirklich abfließen kann. Und das tut's auch. Und zwar gar nicht mal so schlecht. So, da fließt es aber gar nicht mal so wenig raus. Also das ist schon ganz schön ordentlich, was hier durchkommt.
Das wird sich jetzt ziemlich schnell auch dann rausmitteln. Hier vorne hat es tatsächlich funktioniert, da permanent weiterhin. Da ist ganz schön viel Wasser, was eben hier durchflobbert. Aber hier ist halt viel weiter überflutet und deswegen macht sich vielleicht auch dieser Ausgang dann so gut. Aber das werden wir sehen in der nächsten Folge, meine Lieben. 30.000 im Plus zum Ende dieser Folge ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt sollten wir auch gucken, dass wir diesen Status quo halten können. Diese Stadt funktioniert eben momentan sehr, sehr gut, ist am besten geschützt vor Tsunamis. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob wir Folgendes machen. Wir werden jetzt eine Kleinigkeit machen, aber erst in der nächsten Folge. Wir werden diese Außenviertel hier komplett leer machen. Die werden so nicht mehr betrieben werden. Vor allem dieses Kentviertel erholt sich so ziemlich nie. Und ich will die Leute eher in die Innenstadt bekommen. Da, wo ich sie auch ein bisschen besser habe. Wenn ich das später, werde ich das alles wieder aktivieren und wieder zurückholen. Aber im Augenblick sehe ich da eher noch zu große Probleme hier. Wir können die alle nicht mehr versorgen. Ist alles kaputt hier. Da müssen wir erst hier einen inneren Schutzwall bauen, der dann auch ein bisschen hilft. Ja? Meine Lieben, weiter geht's. Nächste Folge. Bis dahin. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch das Allerbeste. Und wir hören uns. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.